Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Lookfantastic Adventskalender, den es immer noch zu kaufen gibt. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, selbst nach Black Friday ist er noch verfügbar, ne? Ja. Kostet mittlerweile 81,93 Euro, wenn man den Code XMIS verwendet. Ja, ansonsten 550 Euro Warenwert. Ich habe ihn noch nicht ausgepackt, wie man offensichtlich sehen kann. Wir haben hier auch ein Heftchen mit dabei, wo drin steht, was drin ist, mit Preisen und so weiter, was ich auch ganz cool finde, wobei die alle in Pfund abgebildet sind. Ne? Ja, Lookfantastic. Ist eigentlich eine Beautybox, hat einen Adventskalender auch mit am Start dieses Jahr. Vielleicht kauft man sich den einfach jetzt vergünstigt und kann dann nächstes Jahr im Januar den auspacken, wie ihr möchtet. Ich würde sagen, wir werfen einfach mal einen Blick rein. Denn natürlich ist es immer schön und gut, wenn die so einen schönen Wert haben. Aber die Frage ist, lohnt sich die Geschichte dann auch? Ne? Das ist sehr liebevoll gestaltet. Hier ist einfach nur so ein loses Dingenskirchen in der Eins mit drin. The Ritual of Ayurveda habe ich hier einen Raumduft drin. Roses from India Fragrance Sticks. Richtig cool. Oh, und ich rieche das jetzt schon. Ich mag den Duft sehr, sehr gerne leiden. Ich mag gerne Raumdüfte. Ui, und der ist echt hübsch. Ne? Also das ist ein schöner Flakon, sage ich jetzt einfach mal dazu. Und ja, das finde ich klasse. Ist ein schöner Einstieg in die Weihnachtszeit, theoretisch. Oh wow, in der Nummer 2 haben wir etwas winzig Kleines. Aber Drunk Elephant ist eine hochpreisige Marke. Ne? Proteini Polypeptide Cream 5 Milliliter, also quasi mit Polypeptiden. Ja, das wird dann eine Tages- oder Nachtcreme sein fürs Gesicht, feuchtigkeitsspendend. Ja, und das kannst du dir dann einfach mal gönnen. 5 Milliliter, wie gesagt, sehr, sehr klein. Drunk Elephant ist aber super, super teuer. Ja, kann man dann auf jeden Fall mal ausprobieren, ob einem das an und für sich gefällt. Du wirst keinen Effekt dadurch merken, durch 5 Milliliter, nee. Aber du wirst einfach merken können, ob deine Haut es verträgt, ob dein Hauttyp dafür geeignet ist, ob du das von der Haptik her magst, ne? Und dafür ist sowas manchmal ganz cool. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3 und da haben wir jetzt unser erstes dekoratives Kosmetikprodukt von Iconic London. Triple Thread Mascara, 9 Milliliter haben wir hier drin enthalten und Iconic London ist auf jeden Fall eine Marke, die wir öfters in der Lookfantastic Beauty Box finden. Auch diese Mascara hatte ich auch schon mal irgendwo mit drin. Ich weiß nicht, ich glaube letztes Jahr im Adventskalender oder letztes Jahr in irgendeiner Box. Ich meine, die hat mir nicht ganz so gut gefallen, bin mir aber gerade nicht hundertprozentig sicher. Bürstchen habe ich euch eingeblendet. Ja, muss man mal gucken, wie die so funktioniert jetzt, ne? Hier haben wir die Nummer 4. Demi Mini Natural Wax Vegan Cocoa Oud Scent. Oh, das ist wahrscheinlich eine Kerze. Candle Care Advice, yo. Okay, wow, die riecht hier auch raus. Das ist ja der Wahnsinn. Too Cute to Burn steht hier drauf. Oh, das ist so ein Bubble-Ding, glaube ich, oder? Nee, oh. Sie fühlt irgendwelche Rundungen und zack. Ja, es ist so ein Oberkörper einer Lady, würde ich jetzt mal ganz entspannt sagen. Nicht nur über Oberkörper, ist auch der Unterkörper. Riecht wirklich, wirklich gut. Hat was Vanilliges, aber auch was Schwereres mit dabei. Es ist irgendwie weird, jetzt dran zu riechen, vor allem so an ihrem Po. Läuft. Oh wow, die Nummer 5 ist einfach riesig. Und da bin ich mal... Oh wow, nicht dein Ernst. Okay, also das wäre die Nummer 5 und ne, lässt vermuten, so Alto Belli, da können die richtig einen raushauen. Zack. Oh nein. Ja gut, ne, das ist halt von Beauty Pro Warming Eye Mask. Hm, ist okay mit entspannender Kamille und so. Ja, hm, also... Ja, schade irgendwie. Ich hab voll Bock auf die 5 gehabt, ne? Ja, okay. Kannst du zum Entspannen nehmen, kannst du auf Reisen verwenden. Okay, okay. In Deutschland Nikolaus, in Großbritannien nicht. Habe ich hier die Nummer 6. We Are Paradox, das ist für die Haare. Repair 3-in-1 Conditioner, Hair Mask, Finishing Cream. 50 Milliliter sind hier drin. Ja, das kann man so verwenden, wie man möchte und dementsprechend die Haare damit pflegen. Ja, und das kannst du dir halt irgendwie in die Haare machen, entweder direkt nach dem Shampoonieren
und dann ausspülen oder du lässt es halt über Nacht drauf als Maske oder du machst halt quasi, wenn du dein Haar schon gestylt hast, das wie eine Finishing Cream drüber und hast dann da nochmal so eine Art Versiegelung. Ja, kann man mal ausprobieren. Ach guck, in der Nummer 7 haben wir von By Terry eingepresstes Puder drin. Ich meine, dass wir das letztens erst auch in der Box von Look Fantastic drin hatten. Also das fände ich dann halt immer ein bisschen so mäh, wenn du Produkte im Adventskalender drin hast, die du übers Jahr vielleicht schon irgendwie in der Box drin hattest oder keine Ahnung, ne, das, wenn sich das so mega wiederholt. Hyaluronic Pressed Hydra Powder in der Farbe 0 Colorless ist es einfach ein Puder mit 2,5 Gramm. Ja, ne, also relativ trocken, muss ich sagen. Habe ich nämlich letztens auch wieder verwendet. Also für meine Haut, ich habe eine trockene Haut, es ist wirklich sehr, sehr trocken. Da muss man halt ein bisschen aufpassen. Aber hochpreisige Marke. Und dekorative Kosmetik, das finde ich cool. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und dieses Mal sind sogar zwei Produkte drin enthalten. Denn auch Revolution, was ja eine relativ günstige Marke ist, ne, findet man in dem Online-Shop von Look Fantastic. Und da habe ich einmal ein Lippi drin enthalten in der Farbe Ruby. Das ist halt wirklich so ein richtig schöner rot Ton. Und on top kann man sich dann einfach hier diesen Poutbomb drüber geben. Plumping Lipgloss with Lipgloss. Genau, Lipgloss mit Vitamin E. Und Vitamin E ist ja schöner als Vitamin. Das pflegt die Lippen dann natürlich noch, ne? Und diese Poutbomb-Dinger finde ich auch sehr, 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 sehr schön. Kann ich empfehlen. Ich glaube, der habe ich sogar hier aktuell noch einen. Jo, guck mal. Den habe ich auch schon recht gut verwendet, liegt hier so drin, wird demnächst aufgebraucht sein. In der Nummer 9 dürfen wir uns über Aroma Active Laboratories Soothing Universal Repair Cream Light freuen. Ja, okay. Soll halt trockene Haut oder irritierte Haut beruhigen und regenerieren. Ja, 15 Milliliter. Gut, wir hatten ja die Creme in der Nummer 2 schon drin gehabt, aber die 5 Milliliter haben wir dann sicherlich bis zum 9. schon aufgebraucht. Ne? Das heißt, so in einer Woche 5 Milliliter schafft man definitiv. Gut, dann hast du hier halt noch eine Creme mit dabei. Könnte sich ein bisschen abwechslungsreicher gestalten, meiner Meinung nach. Aber ist halt hier mit drin. Ach schön, in der Nummer 10 darf es mit einer sehr High-End-Marke weitergehen und zwar Rodial Vitzi, also Vitamin C Brightening Mask, Brighten and Renew. Das finde ich schön, sowas mag ich gerne leiden, 20 Milliliter, das ist eine Typchenmaske. Vitamin C können wir nicht nur für unsere fahle Winterhaut gut verwenden, also ich finde Vitamin C ist einfach eine ganz gute Geschichte. 15 bis 20 Minuten lässt du das nämlich drauf, danach kannst du es abwaschen und sowas kann ich mir einfach gut vorstellen für morgens. Die Nummer 11 war mir schon die ganze Zeit so sympathisch, weil die so bauchig hervorstand und da haben wir ein Full-Size-Produkt von Christophe Robin drin. Das ist ein Cleansing Purifying Scrub mit Seesalz und soll beruhigen, Detox machen und ja, halt für die Kopfhaut, ne? 250 Milliliter. Leute, damit könnt ihr jemanden umschmeißen. Also wirklich krass, das ist super schwer. Ich glaube, das ist auch, weiß ich nicht, Glas, würde ich sagen. Super, super schwer. Wer schreibt mir da, mein Schatz? Ja, ich muss meinem Schatz gleich mal antworten. Ja, finde ich klasse. Wirklich, wirklich, wirklich gut. Kopfhaut kann Liebe gebrauchen. Das ist so eine schöne Kopfhaut-Peeling-Geschichte, ne? Also geil, richtig, richtig, richtig cool. Also für mich tatsächlich eins der Highlight-Produkte bislang. Die Nummer 12. Fun Fact, heute, wo ich das Video drehe, ist der 12. Dezember. Elemis Pro Collagen Cleansing Balm. Da haben wir ein Hydrating Cleansing Balm drin mit 20 Gramm, also quasi ein feuchtigkeitsspendenden Reinigungsbalsam. Ich mache so gerne Double Cleansing. Elemis ist sehr hochpreisig, deswegen freut man sich darüber, wenn man das im Adventskalender drin hat. Seitdem ich Yepoda und The Calm Balm kennengelernt habe, mache ich ja Double Cleansing und tausche da aber auch manchmal durch. Oh, guck mal, da kann ich euch mit blenden, so dass ich da auch mal andere Marken verwende. Ne? Elemis mag ich auch gerne leiden, finde ich halt immer nur ein bisschen hochpreisig, aber wie gesagt, ich freue mich, wenn es in den Adventskalendern drin ist, dann kann ich es auch verwenden.
Die exakte Mitte des Adventskalenders ist in dem Fall die Nummer 13, weil wir 25 Boxen haben. Ja, und hier ist etwas drin, was natürlich reingehört, und zwar Avant Lippenpeeling. Natürlich braucht man das in einem Adventskalender und natürlich braucht man das auch in seinem Leben. 10 Milliliter für den hammermäßigen Preis, Leute, ne? Da heißt es zuschlagen. Ja, also ich finde es immer ein bisschen schwierig mit den Avant-Produkten, wisst ihr, habe ich euch auch schon mehrfach erzählt, ne? Aber gut, es ist jetzt in dem Adventskalender mit drin. In der Nummer 14 haben wir was für die Haare wieder drin enthalten. Sacha Huan Hair Repair, eine Hair Repair Maske. Wir hatten schon eine Maske drin. Aber gut, 30 Milliliter sind das hier. Die werden vielleicht für ein, maximal zweimal bei mir reichen. Ne? Ist okay, soll reparieren, ne? Das sollen die meisten Haarmasken ja auch machen. Ja. Wie gesagt, wir hatten jetzt gerade, also gerade vor ein paar Tagen dann erst von Paradox die Maske drin. In der Nummer 15 haben wir etwas drin, was ich schon da habe. Und zwar ist es von Westbahn Company, das Gel Brows, Brow Styling Gel mit 5 Gramm. Das ist wirklich ein cooles Produkt. Genau, Westbahn Company. Hier seht ihr auch ein Spoolie. Das ist so ein richtiges Dupe zu diesem Brow Freeze, glaube ich, heißt das, von Anastasia Beverly Hills. Ne? Ich habe schon mal von Purish in der Mystery Box drin gehabt und finde das auch wirklich gut. Ich finde es halt einfach in der Applikation nicht so komfortabel wie jetzt ein Augenbrauen-Gel. Aber das ist halt einfach so eine Typfrage, wie man einfach so sich schminkt und so weiter. Ne? Aber ich finde es cool, dass es drin ist, weil das ist echt ein ganz, ganz tolles Produkt. Das geht hier Schlag auf Schlag, Leute, denn wir haben jetzt ein weiteres dekoratives Kosmetikprodukt und hey, das ist der obligatorische Eyeliner bzw. Kajalstift Eye Pencil von Inika Organic, sagt mir so nichts, in Schwarz. Und das wird bestimmt eine Full Size sein, oder? Würde ich jetzt mal so sagen, der ist so zum Anspitzen. Ich verwende sehr selten Kajalstifte und schwarze noch seltener, wenn dann nur für irgendwie Smoky Eye Looks oder so, weil durch meine leichten Schlupflider stempelt das halt immer oben ab und dann habe ich da nicht so viel Freude dran, aber als Grundlage für zum Beispiel diese Smoky Eye Geschichte ist das immer richtig geil. Eine Woche vor Heiligabend, am 17. Dezember, erwartet uns ein Produkt von einer Marke, die wir auch öfters in der Box drin haben. Aber dieses Produkt hatte ich, glaube ich, noch nie drin. Von Emma Hardy, Plump & Glow Hydrating Facial Mist, Anti-Pollution 30 Milliliter. Und das kannst du einfach so, ja, als Gesichtsspray verwenden. After Cleansing Before Applying Your Serum. Facial Oil or Moisturizer for Intense Hydration. Alles klar, das ist wohl anzuwenden wie ein Toner. Das ist natürlich cool. Ich mag gerne Toner. Die Nummer 18 läutet die Weihnachtswoche ein mit Philip Kingsley Elasticizer Booster Restoring Conditioner 20 Milliliter. Das ist wieder so ein Produkt, was eigentlich eher wie so eine Haarmaske anzuwenden ist. Also wirklich auch mit Einwirkzeit und so. Also nee, das ist jetzt schon das dritte in die Richtung, was ich persönlich jetzt ein bisschen viel finde. Denn das ist ja Restoring Conditioner, aber das lässt du halt richtig lange drin, das steht jetzt hier nicht drauf. Aber ja, ne? Okay, ja, die Nummer 19 habe ich jetzt hier. Man merkt dann doch tatsächlich, dass die Look Fantastic Beauty Box und die Glossy Box irgendwie sehr eng miteinander verbandelt sind, ne? Sind Schwestern. Denn hier habe ich so ein Eyeshadow Duo, per se schön, ne? Von Luvia. Ich kann euch hier auch mal ein Bild einblenden. Das sind sehr alltagstaugliche und tragbare, mal eben schnell Farben, definitiv. Also jetzt gerade so für mich. Auch den Look hätte ich wahrscheinlich sogar mit dem schminken können. Ja, ne, wenn man jetzt beide Adventskalender sich geholt hat, ist es ein bisschen blöd. Aber na, ist wie es ist. Ja, gut, haben wir jetzt hier in der 19 drin. Ist dekorative Kosmetik, macht definitiv Sinn. Beschwere ich mich jetzt eigentlich mal nicht. Nein, tue ich nicht, weil da kannst du dir auch einen schönen Look mitzaubern mit den Produkten, die wir ja bislang hier haben. Einen schönen natürlichen Look, ne? Geht schon klar. Herzlich willkommen im 20er Bereich. Am 20. Dezember haben wir dieses Produkt drin enthalten von Celens T-Shirt Urban Defense Serum. Sehr schön, 10 Milliliter. Ich glaube, ein Gesichtsserum hatten wir noch gar nicht, ne? Auch interessant, dass wir das jetzt so bekommen. So, ist bestimmt teuer, oder? Weil das ist so ein Milchglas hier unten. Also wenn eine Firma hingeht und für 10 Milliliter so eine Geschichte mit Milchglas macht, dann ist es bestimmt teuer. Qualitätsvermutungseffekt ist am Start und ja, das ist ein Defense, ein beschützendes Serum quasi. Ja, schön.
Und zur Hautverjüngung ist das auch noch geeignet, ne? Das ist schön, ja. Also dieser Adventskalender wäre kein 2022er Adventskalender ohne den Inhalt der Nummer 21. Und zwar von Disciple Natural Hemp Gua Sha. Natürlich, da musste ein Gua Sha-Stein drin sein, Leute. Ansonsten hätte es nicht funktioniert. Ich glaube, in fast jedem Adventskalender ist hier ein Gua Sha-Stein drin gewesen, ne? Warum Natural Hemp? Keine Ahnung. Ein Hanfstein kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ja, so schaut es aus. Es ist einfach ein schwarzer Stein hier drin. Und damit kannst du eine super Lymphdrüsenmassage machen. Überhaupt keine Frage. Ja, aber ich habe jetzt schon den ein oder anderen Gua Sha Stein zu Hause. Und auch von PMD diesen Rose Quartz Reinigungsgedönsen, ne? Vibration. Auf der anderen Seite ein Rosenquarz. Und ja, da brauche ich den eigentlich nicht. So, weitermachen mit der zweiten Schnapszahl. In der Nummer 22 haben wir nämlich von First Aid Beauty Fab ein Bump Eraser Body Scrub mit 10% AHA. Das ist geeignet für sensible Haut. AHA ist eher so Richtung Verjüngung, ne? Genau, und ja, 28,3 Gramm. Wie gesagt, für den Körper ist dann wahrscheinlich kein mechanisches Peeling, sondern ausschließlich ein AHA, also quasi ein chemisches Peeling drin. Habe ich Bock drauf. Die Nummer 23 enthält unsere dritte Gesichtscreme. Yay! Hier habe ich was von Espa drin. Optimal Skin Pro Moisturizer, Nutrient Rich Hydrator for Radiant Skin. Also da sollst du halt auch richtig Strahlkraft mitbekommen. 55 Milliliter, das ist ein sackenteures Produkt, da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber wie gerade schon gesagt, ne, es ist wirklich der dritte Moisturizer. Die sind halt so unkreativ irgendwie, ne? Warum? Verstehe ich nicht. Also ja, aber gut, haben wir mit dabei. Es ist am Start und ist der Tag vor Heiligabend. Essbar, teure Marke, Duft mag ich leider nicht so gerne leiden, ist mir zu kräuterig. In der Nummer 24 haben wir ein Produkt von The Ordinary drin. Das ist eine Marke, die wir ja kennen und viele von uns schätzen die Marke auch. Das ist mit 10% AHA und HA, also Hyaluronsäure, 30 Milliliter haben wir hier drin. Das kannst du dann halt wie so ein Peeling anwenden. Ich habe das bei den Dalton Peelings euch auch schon erklärt. Das ist tatsächlich so, dass ihr so ein Produkt erstmal vorsichtig anfangen solltet anzuwenden. AHA ist dafür da, um halt quasi die Haut zu verjüngen, Feuchtigkeit spenden, Falten glätten. Da hilft dann natürlich auch noch die Hyaluronsäure mit dabei. Ne? Kann man auf jeden Fall mal ausprobieren und ich glaube, das ist auch ein relativ günstiges Einstiegsprodukt in diese ganze Säure-Business-Geschichte. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf das Highlight hoffentlich von dem Adventskalender, die Nummer 25. Ah, oh. Okay, gut, davon habe ich dann quasi die große Schwester, denn ich habe ja den, habe ich ja eben schon gesagt, PMD Rose Quartz und das hier ist einfach PMD Clean Mini Smart Facial Cleansing Device, also damit kannst du einfach dein Gesicht reinigen, du kannst damit dein Reinigungsprodukt auftragen. Also hier ist quasi, dass du Serum einmassieren kannst mit der Silikonseite, die das hier hat, ne? Das ist so eine riffelige Silikonseite und die andere Seite ist ja die Reinigungsseite. Ein wirklich cooles Tool, kann ich nur empfehlen, wenn ihr das irgendwie in dem Adventskalender drin habt, auch zu verwenden. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, dass der jetzt ja gerade im Sale seine knapp 82 Euro kostet und dieses PMD-Ding gut 59 Pfund, das sind auch ungefähr, keine Ahnung, 65 Euro oder so, dann hast du die ganzen anderen Produkte auch noch mit dabei. Da machst du schon Schnapp mit und jetzt sind wir auch schon beim Fazit von dem Schätzelein hier. Wenn ich jetzt so dran denke, ursprünglich 115 Euro und ich meine, die habe ich damals auch dafür bezahlt, sind mir die Produkte schon wert, die ich hier stehen habe. Ja, auch wenn hier Produkte mit dabei sind, wo ich denke, aber in Masse und in der Komplexität, also im Großen und Ganzen, haben wir hier wirklich schöne Produkte liegen, brauchbare Produkte liegen und definitiv ihr Geld wert. Und wenn man dann noch bedenkt, dass du nur, also ist auch für Geld, aber trotzdem halt jetzt im rabattierten Zustand die 82 Tacken dafür bezahlst, gönnt euch in diesen Adventskalender hart. Also da bekommt ihr wirklich gute Produkte, sowohl Pflege als auch dekorative Kosmetik. Das ist jetzt nicht irgendwie auf irgendein Teint oder irgendeine Haarfarbe oder so gemünzt, ne? Auch nicht irgendwie groß auf ein Hautbedürfnis. Also theoretisch ist es hier sehr viel mit Feuchtigkeit unterwegs und das kannst du ja eigentlich bei jeder Hautbeschaffenheit verwenden, was ich gut finde. Und ja, vielleicht ein bisschen mehr Körperpflege wäre ganz nice gewesen. Dafür vielleicht die ein oder andere Gesichtscreme-Geschichte weniger, das Avant-Produkt vielleicht mal einfach weglassen und dafür irgendwas Körpermäßiges hier reinpacken. Aber
Ich bin mit dem Adventskalenderinhalt schon zufrieden. Schreibt mir aber gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare. Da können wir uns gerne mal austauschen. Und ja, dann wäre es das auch hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!